Ein Motorradmotor mit 40 mm Kolbenhub macht 3600 Umdrehungen pro Minute. Klein a, schreibe die Bewegungsgleichung mit Phase Phi gleich 0. Klein b, berechne die Position, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und die Rückstellkraft des 50 Gramm schweren Kolbens im Augenblick t gleich 100 Sekunden. Wir können uns diese Bewegung vom Kolben so vorstellen. Nur eben, der Kolben schwingt viel, viel schneller. Aber anhand dieser grafischen Darstellung, anhand dieser Animation, können wir erkennen, dass der Kolbenhub gleich ist zum doppelten Wert von dieser Amplitude groß A. Was also bedeutet, zweimal die Amplitude groß A, das sind diese 40 mm Kolbenhub. Also 2a gleich 40 mm, das heißt 0,04 Meter. Und demzufolge ist die Amplitude groß A gleich zu 0,02 Meter. Angegeben wird auch die Frequenz. Die Frequenz f beträgt 3600 Umdrehungen pro eine Minute. Das bedeutet 3600 Umdrehungen pro 60 Sekunden. Und dieser Bruch ergibt 60. Die Frequenz f beträgt also 60 Hertz. Angegeben wird ebenfalls die Phase Phi. Sie beträgt 0. Die Kolbenmasse wird ebenfalls angegeben. Diese Masse M beträgt 50 Gramm, das heißt 0,05 Kilogramm. Und dann gibt man uns noch die Zeit T an. Sie beträgt 100 Sekunden. Was gefragt wird, ist zuerst mal die Bewegungsgleichung mit Phase Phi. Und dann werden noch gefragt, die Position nach 100 Sekunden, in Meter ausgedrückt, die Geschwindigkeit nach 100 Sekunden, in Meter pro Sekunde ausgedrückt, die Beschleunigung nach 100 Sekunden, in Meter pro Quadratsekunde ausgedrückt, sowie die Rückstellkraft nach 100 Sekunden, in Newton ausgedrückt. Und um all das herauszufinden, stehen uns diese Formel zur Verfügung. Zuerst die allgemeine Formel zu einer harmonischen Schwingung, dann der Puls, die Frequenz, die Geschwindigkeit als Ableitung der Position gegenüber der Zeit, die Beschleunigung als zweite Ableitung der Position gegenüber der Zeit und die Rückstellkraft durch das Grundgesetz der Dynamik. Diese Schwingungsformel mit Phase Phi gleich 0 ergibt sofort die Bewegungsgleichung vom Kolben. X von t gleich a mal Sinus von Omega t. Wir brauchen hier den Wert vom Puls Omega. Omega ist 2 Pi geteilt durch t. Aber 1 auf t, das ist die Frequenz f. Also ist Omega gleich zu 2 Pi f. Und dieses f wird angegeben, das sind diese 60 Hertz. Also beträgt der Puls dieser harmonischen Schwingung 120 Pi Hertz. Durch diese Formel finden wir sofort die Position x von t und dann haben wir schnell die Position nach der Zeit 100 gefunden. Dazu reicht es, t da und da durch 100 zu ersetzen. Wir ersetzen a durch 0,02 und Omega durch 120 Pi. Und so finden wir als Position x nach diesen 100 Sekunden dieses Produkt. Aber 12.000 mal Pi, das ist ein ganzes Vielfaches von 2 mal Pi. Und der Sinus von 2 mal Pi, das ist 0. Also muss der Sinus von 12.000 Pi ebenfalls 0 sein.
Und somit finden wir als Position nach 100 Sekunden 0 Meter. Das halten wir hier fest. Und in der Zeichnung bedeutet das, dass der Kolben nach 100 Sekunden bei 0 steht. Um die Geschwindigkeit v nach 100 Sekunden herauszufinden, werden wir zuerst die Position gegenüber der Zeit ableiten, also so. Die Ableitung von diesem Produkt wird berechnet wie folgt. Diese multiplikative Konstante a fliegt aus der Ableitung raus. Dann bleibt noch diese Kettenfunktion Sinus von Omega t abzuleiten. Und diese Ableitung ergibt Omega mal Cosinus von Omega t, also so. Das ist die Geschwindigkeitsfunktion v im Laufe der Zeit. Um die Geschwindigkeit nach 100 Sekunden herauszufinden, reicht es, das t da und da durch 100 zu ersetzen, die Amplitude a durch 0,02 zu ersetzen und Omega durch 120 Pi zu ersetzen. So erhalten wir als Geschwindigkeit nach 100 Sekunden dieses Produkt. Und das ergibt 7,5398 Meter pro Sekunde. Wir halten diese Endantwort hier fest. Die Geschwindigkeit des Kolbens nach 100 Sekunden beträgt 7,5398 Meter pro Sekunde. Um die Beschleunigung a nach 100 Sekunden herauszufinden, werden wir zuerst die Funktion a im Laufe der Zeit bestimmen und die erhalten wir, indem wir diese Geschwindigkeitsfunktion gegenüber der Zeit ableiten. Also so. Die Ableitung von diesem Produkt ergibt zuerst mal a mal Omega, das ist eine multiplikative Konstante, sie fliegt aus der Ableitung raus, und dann bleibt noch diese Kettenfunktion abzuleiten. Diese Kettenfunktion abgeleitet ergibt Omega mal Ableitung von Cosinus, das ist minus Sinus, und dieses minus Sinus ist auszudrücken mit Omega t. Diese Ableitung ergibt also a mal Omega mal minus Sinus von Omega t. Also minus a mal Omega Quadrat mal Sinus von Omega t. Um die Beschleunigung nach 100 Sekunden herauszufinden, reicht es, t da und da durch 100 zu ersetzen, groß A durch 0,02 zu ersetzen und Omega durch 120 Pi zu ersetzen. Somit erhalten wir als Beschleunigung nach diesen 100 Sekunden dieses Produkt und auch hier diese Zahl, das ist 12.000 mal Pi. 12.000 Pi ist ein Vielfaches, ein ganzes Vielfaches von 2 Pi. Da der Sinus von 2 Pi 0 ergibt, muss also der Sinus von 12.000 Pi auch 0 ergeben und somit finden wir als Beschleunigung nach 100 Sekunden 0 Meter pro Quadratsekunde. Halten wir das als Endantwort fest. Jetzt suchen wir noch die Rückstellkraft F-Index R nach 100 Sekunden. Dazu nutzen wir selbstverständlich das Grundgesetz der Dynamik F-Index R gleich m mal a. Daraus schließen wir, dass die Rückstellkraft nach 100 Sekunden gleich ist zur Masse m, das heißt diese 0,05 Kilogramm, mal die Beschleunigung nach 100 Sekunden, das heißt 0. Und 0,05 mal 0, das ergibt 0. Die Rückstellkraft nach 100 Sekunden beträgt also 0 Newton. Das ist die Endantwort.